Ja, die erste World Tour Saison war geprägt von Auf und Abs. Wobei man ganz klar sagen muss, die Aufs überwiegen. Highlight war natürlich der WM-Titel von Peter Sagan, den er zum dritten Mal gewonnen hat. Aber auch die beiden Etappensiege bei der Tour de France, der Etappensieg beim Giro Italia und bei der Vuelta waren die absoluten sportlichen Highlights im Jahr 2017. Was erwartet uns für das Jahr 2018? Wir haben Detailverbesserungen angestrebt im Team. Wir wollen noch erfolgreicher sein. Wir wollen das grüne Trikot gewinnen bei der Tour de France. Wir wollen endlich ein Monument gewinnen. Ein Monument heißt Mailand-San Remo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich oder die Lombardei-Rundfahrt. Ich denke, dass man vor allem die Augen auf Emanuel Buchmann richten soll. Er bekommt bei der World de España das erste Mal eine Leaderrolle bei einer dreiwöchigen Landesrundfahrt. Aber auch die jungen Österreicher um Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Felix Großschartner sind alle noch sehr jung, aber haben schon teilweise sehr gut performt letztes Jahr. Und ich denke, dass da auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Leistungsschub zu erwarten ist.